Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, um es direkt vorweg zu sagen, wir werden im Antrag, wir sehen den Antrag der SPD sehr, sehr positiv. Er wird ja jetzt überwiesen, sonst hätten wir heute schon zugestimmt. Aber ich würde trotzdem natürlich sagen, dass er auch ein bisschen grundsätzlicher noch hätte sein können an der Stelle im Beschlussteil, auch einen deutlichen Ausschluss zu formulieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir alle stehen in der Verantwortung, für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu sorgen. Alle rechtlichen Befugnisse für Sicherheitsbehörden, das haben wir an unterschiedlichen Stellen auch gestern schon diskutiert, müssen sich am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit messen lassen. Und diese Verhältnismäßigkeit, die wäre, wenn es tatsächlich dazu käme, dass es eine solche Ausweitung der Zugriffsbefugnisse auf die Mautdaten gibt, eben offensichtlich nicht gegeben. Das hat der Kollege Kutschaty eben schon ausgeführt. Bei über 45 Millionen Kraftfahrzeugen in Deutschland ginge es hier um eine lückenlose Erfassung des Privatlebens der Bevölkerung. Und diese Bewegungsprofile, die sich daraus ergeben würden, wären ein tiefgreifender Eingriff in die Grundrechte. Das hat ja nach dem Vorstoß der beiden CDU-Minister in Baden-Württemberg auch der baden-württembergische Datenschutzbeauftragte ganz deutlich gesagt und diesen beiden Ministern einen deutlichen Rüffel erteilt. Ich finde zu Recht, denn die Nutzung der Mautdaten für Zwecke der Strafverfolgung stellt eben einen sehr weitgehenden Eingriff in das Recht der informationellen Selbstbestimmung dar. Man muss doch klar sagen, Datenschutz ist kein politisches Schönwetterphänomen, sondern eine notwendige Bedingung für das Gelingen einer freiheitlich-demokratischen Ordnung im 21. Jahrhundert. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das vorliegende Beispiel zeigt aber auch, dass es eben bei der CDU ausufernde Überwachungs- und Kontrollfantasien gibt. Ich frage mich manchmal, und ich frage Sie das auch, wissen Sie eigentlich noch, wo Sie überall Strafrechtsverschärfungen, neue Sicherheitsgesetze und neue Datenerfassungen fordern? Ich habe da manchmal meine Zweifel. In jedem Fall zeigt schon die schiere Menge an Forderungen, die immer wieder erhoben wird, dass die CDU nicht bereit ist, wie es im Rechtsstaat eben notwendig wäre, die Chancen und Risiken neuer Instrumente in der notwendigen Differenziertheit gegeneinander abzuwägen. Manchmal mögen solche Forderungen vielleicht am Wahlstand helfen. Vielleicht hilft es sogar Herrn Bosbach in den Talkshows, aber sie helfen damit letzten Endes nicht den Ermittlerinnen und Ermittlern. Die Vergangenheit zeigt doch, dass die Sicherheitsbehörden bei der Verfolgung schwerster Straftaten in aller Regel jedenfalls nicht an den Daten gemangelt hat. Und wenn es heute schon eine schwierige Aufgabe ist, was wir auch immer wieder sehen, die berühmte Nadel im Heuhaufen zu finden, dann ist es doch eigentlich der falsche Weg und kann es nur die falsche Strategie sein, dass man immer noch mehr Heu, noch mehr Daten anhäuft. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben es vorhin schon gehört, alle Parteien haben den Bürgerinnen und Bürgern immer wieder versprochen, dass es bei der strikten Zweckbindung der Mautdaten gilt, dass das gilt, was im Gesetz steht, dass es dabei bleiben soll. Wir Grüne lehnen es ab, das Mautsystem zu einem Überwachungssystem auszubauen. Wir wollen nicht die Möglichkeit zur Erstellung umfassender Bewegungsprofile schaffen, denn damit würde man George Orwell auf die Autobahn bringen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, abschließend ein Satz dann doch noch mal an die SPD, abschließende Worte an die SPD. Ich habe es eben schon gesagt, wir stehen diesem Antrag sehr, sehr positiv gegenüber. Aber das Thema kann ich Ihnen dann doch nicht ersparen, dass es eben auch die Sozialdemokraten waren, die in der ablaufenden Legislaturperiode im Bundestag eine ganze Menge an Gesetzen mitgetragen haben. Ich nenne da das BKA-Gesetz, den Staatstrojaner, die Vorratsdatenspeicherung als Gesetz gewordenen Generalverdacht. Da wird es noch ein bisschen dauern, bis wir Ihr bürgerrechtliches Profil so ernst nehmen, wie Herr Kutschaty das heute versucht hat, hier darzustellen. Aber da haben Sie natürlich noch alles Potenzial. Herzlichen Dank.